Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich habe gerade ein paar Lutschbonbons gelutscht, sonst würde ich das jetzt hier nicht aushalten. Es könnte sein, dass ab und zu ein paar Voice Cracks oder so mit bei sind, weil meine Stimme immer noch nicht gerade wieder da ist. So, es geht um den PS5 Standfuß. Horizontal Stand vor P5. Da haben sie PS weggemacht. Also, S ist weg, P5. Warum habe ich mir das bestellt? Erstmal, weil es schwarz ist, gibt es auch ein weiß, wenn ihr eine weiße Konsole habt. Und zweitens, weil sie denn vernünftig steht. Momentan ist es so, wenn die Katzen, die laufen da öfters mal lang, oder meine Tochter rankommt, dann rutscht die immer von ihrem komischen Standfuß runter. Den Original PS5 Standfuß. Und der ist ja ein großer Mucks. Also den kann ich nicht ab. Und hier seht ihr das auch. Das ist kompatibel mit der PS5. Ich zoome mal noch ein bisschen ran. Disk-Version und die Nicht-Disk-Version. Da haben wir dann so ein Battle, was wir dann einzeln abmachen können. Zeige ich euch gleich. Ich habe es auch noch nicht benutzt. Ich muss erstmal gucken, wo es hier aufgeht. Ah, hier oben geht es auf. Wurde mir auch nicht zur Verfügung gestellt oder sonst irgendwas dergleichen. Ich habe das selber bei Amazon gekauft. Wenn es mir natürlich nicht gefällt, Anleitung, wer braucht das? Wenn es mir nicht gefällt und ich doch den runden lasse, dann lasse ich halt den runden. Wegen meinem Licht und so. Ich will da was testen. Vielleicht kann man ja was anderes machen. So. So, das sind jetzt die beiden Pedals. So, die kommen dann, warte mal, das ist das nicht so rum, kommt nicht. So. So rum, nee. Achso, nee, das ist vorne. So. Dass er vorne nicht wegrutscht. So kommt das dann. Oder? Hä? Achso, nee, das ist doch, das ist das für. Hier kommt es hinten hin, hier kommt es vorne hin. So kommt es hin. So. Hier kommt es nämlich hinten hin, weil da mehr Platz ist. Und hier kommt die Halterung vorne hin. So, müsst ihr euch das vorstellen. Und hier, das könnt ihr rausnehmen. Dieses Zwischenstück. Ich zeige es euch nochmal. Wir haben hier unten so zwei, da, zwei so Rillen. Da können wir das reinmachen. Das klickt dann auch so ein bisschen rein. Hier haben wir Gummifüße. Und hier auch Gummi. Und wir können das aber auch rausmachen. So. Das wäre dieses ganze Ding. Und dann haben wir hier auch nochmal Gummi. Und dadurch ist es dann, kommt es dann hier halt tiefer. Hier etwas höher, logischerweise. Und dann könnt ihr hier praktisch also das ist jetzt für mein Modell, für meine Disk-Version, weil die ja tiefer ist. Und wenn ihr dann halt das so drin habt, so, weil dann ja dicker ist, weil ihr habt ja keine Disk, da ist das dann ja hier höher und dann kommt das so. Werden wir gleich anbauen, uns genauer angucken und so ein bisschen rumtesten. Ja. Für das Unboxing soll es jetzt erstmal soweit gewesen sein. Vielleicht mache ich eh ein Video und klatscht das alles hinten ran. Vielleicht mache ich zwei Videos. Ich habe noch keine Ahnung. Wir werden es sehen. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.